Trotz eines Versammlungsverbots haben in Berlin gestern mehrere tausend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Dabei kam es auch zu Angriffen gegen die Einsatzkräfte. 600 Demonstranten wurden festgenommen. Seines Versammlungsverbots haben in Berlin gestern mehrere tausend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Dabei kam es auch zu Angriffen gegen die Einsatzkräfte. 600 Demonstranten wurden festgenommen.